Shalom, shalom, aus dem extrem kühlen Afrika. Ich sag's euch, heute frieren wir richtig. Es ist ganz kühl und wir freuen uns. Ja, es ist natürlich nicht so kalt wie bei euch, aber für uns ist es kühl. Wenn es 17 Grad hat, frieren wir schon hier. Also, ich grüße auch euch aus dem kühlen Afrika. Ihr Lieben, ich habe von Gott den Auftrag bekommen, mich zu informieren, was die Bibel sagt über die Nachfolger Jesu Christi. Und da habe ich einiges entdeckt, ihr Lieben. Wisst ihr, Jesus kam, um eine Braut für seine Frau, als eine Braut für sich freizukaufen. Und das ist eigentlich unsere große Erwartung, dass Jesus kommt für seine Braut. Und eine Braut, ihr Lieben, die hat ganz besondere Eigenschaften. Sie ist total fokussiert auf ihren Bräutigam. Sie hat keine anderen Liebhaber. Sie will in Einheit und Harmonie mit diesem Menschen eins werden, den Gott ihr zugeteilt hat als Gegenüber auf dieser Welt. Und Jesus sucht diese Braut, die ihm gegenüber voll und ganz auf ihn eingestellt ist, sich nach seinen Wünschen ausrichtet und auf ihn alleine wartet. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, ich soll einmal im ganzen Neuen Testament das Wort Christen suchen. Ihr Lieben, es ist mir nicht gelungen. In allen vier Evangelien findet man das Wort Christen nicht, sondern nur Nachfolger Jesu, Jünger. Und da möchte ich euch jetzt einmal verraten, wo wir das erste Mal im Neuen Testament das Wort Christen finden. Und zwar in der Apostelgeschichte 11, da heißt es, ja, fangen wir an mit dem Vers 19. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und die bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens, und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Das ist im 11. Kapitel der Apostelgeschichte. Nirgends in den ganzen vier Evangelien finden wir das Wort Christen. Denn Christus ist der Gesalbte. Und Christen sind die kleinen Gesalbten, die erkannt werden an ihrer Ähnlichkeit mit dem Gesalbten. Und das hat sehr lange gedauert. Wisst ihr, ich habe mich oft gewundert, dass wir Babys taufen oder nennen wir sie Christen. Ein Baby hat keinerlei Einfluss auf sein Leben. Es ist eigentlich nur ein hoffnungsvoller, prophetischer Akt der Eltern. Aber ich kann euch nicht sagen, wie ich meinen Vater erlebt habe. Ich wurde als Baby in die römisch-katholische Kirche getauft. Und zwar auf den Namen Maria Luise. Und als dann der Herr mir gezeigt hat,
ich brauche die Erwachsenentaufe, die nach meiner eigenen Entscheidung, mit Jesus zu leben und mit ihm zu gehen, stattzufinden hat, nicht als Baby. So ließ ich mich taufen. Mein Vater hat gewütet wie noch nie. Ich habe ihn noch nie so wild gesehen. Er hat geschimpft und hat mir angedroht, dass ich kein Erbe bekomme, weil ich die Familie verrate, weil ich zunichte mache, was sie schon gemacht haben. Aber ich sage, das habe ich überhaupt nicht zunichte gemacht. Das habe ich nur bestätigt. Wisst ihr, wir im Abendland glauben, weil wir vielleicht in Österreich geboren sind, sind wir automatisch Christen. Oder in Deutschland oder in der Schweiz. Ich habe wirklich einmal meinen Papa gefragt, bist du überhaupt Christ? Papa sagt, was hast du denn? Ich bin doch Österreicher. Ich habe gesagt, Papa, das ist nicht genug. Du musst Jesus Christus in dein Leben aufnehmen, damit du ein Kind Gottes wirst. Er hat es Gott sei Dank 5 Tage vor seinem Sterben auf seinen eigenen Wunsch hingemacht. Aber unseren Priester habe ich mal gefragt in unserem Ort in Tirol, wie er evangelisiert. Da sagte er, ja, ich taufe jeden Tag Babys, jede Woche Babys. Sage ich, ja, darum haben wir eine Stadt mit getauften Heiden. Ja. Das ist eine Zeremonie, die aber keine Auswirkung hat auf das Glaubensleben eines Kindes. Die Eltern haben damit versprochen, dass dieses Kind Gott gehören soll. Aber jetzt hat immer noch dieses Kind die freie Entscheidung, will es mit Gott gehen oder nicht. Ja. Also ihr Lieben, das erste Mal in der Apostelgeschichte 11, 26 lesen wir, wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Und ich habe auch gelesen, wir sehen Matthäus 4,18, das können wir uns gleich anschauen. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, mir die ganzen Schriftstellen herauszuschreiben. Nein, das ist es nicht, das ist in Matthäus 28, was ich euch sagen möchte. Da heißt es, also Matthäus 28, Vers 19, darum gehet hin, also setzt euch in Bewegung und machet zu Jüngern alle Völker. Ihr Lieben, wir sollen Jünger aus den Völkern machen. Nirgends in der Bibel heißt es, dass vor dem Thron Gottes die Konfessionen erscheinen werden. Nein, die Nationen. Und damit sind auch alle Spracheinheiten gemeint. Also wir sollen hingehen, wir sollen also unseren Weg machen und Jünger zu Jüngern machen alle Völker. Völker. Also ihr lieben Deutschen, ihr habt den Auftrag, aus Deutschland einen Jünger Jesu zu machen. Die Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, England. Wir Christen haben den Auftrag, unsere Nationen zu Jüngern zu machen. Und dann heißt es, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ihr Lieben, wir sollen taufen, lehren und wirklich Jünger machen. Und da möchte ich euch einfach nur ein kleines Beispiel sagen vom Mittelalter. Da waren ganz viele enorme Künstler, der Michelangelo, der Leonardo da Vinci und auch viele andere. Und die haben Jünger gehabt. Das heißt, diese jungen Menschen wollten so werden wie der Meister. Die haben alles verlassen, aber ihre Eltern verlassen, ihre Tradition. Und da möchte ich gerne jetzt mit euch einige Schriftstellen anschauen, wie das zu Jesu Zeiten war. Ich glaube, wir haben mehr Mitglieder gemacht als Jünger. Das ist ein riesiger Unterschied. Ein Mitglied kann ein paar kleine Sachen von sich geben. Ein Jünger, da ist das ganze Leben gefragt. Ich möchte euch jetzt vorlesen von Matthäus 4,18. Als nun Jesus im Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen.
Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, als sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ihr Lieben, das ist radikal. Ein totales Nicht-Fragen, wohin, weshalb, wie lang, wieso, was steht vor uns, sondern sofort haben sie dem Auftrag Jesu, folget mir nach. Haben sie sich dementsprechend verhalten? Sie sind gegangen. Wenn ich mir denke, heute oft Menschen, die nach Afrika kommen wollen, die Fragen, die die beantwortet haben wollen, ob sie in 10 Jahren wohl hier ihre Pension ausbezahlt bekommen. Ich sage es euch, ich denke mir oft noch, sag einmal, der Europäer will alles im Griff haben. Gott will dich in den Griff bekommen. Und ich bin so dankbar, dass ich von Herrn die Gnade bekommen habe, naiv genug zu sein, um wirklich Jesus nachzufolgen, ob ich es verstehe oder nicht. Ob es Sinn macht für mich oder nicht, ob es andere verstehen oder nicht, ob ich dazu fähig bin. Ich sage immer, Herr, ich stehe dir zur Verfügung, was immer du willst, kannst du machen. So, ihr Lieben, also, wir sollen Jesus permanent zur Verfügung stehen. Jetzt schauen wir mal noch in Lukas 14. In Lukas 14, da steht eine sehr interessante Schriftstelle, die mich schon etwas schockiert hat, weil ich mir vorstelle, wenn das in den Kirchen gepredigt wird, da scheiden sich die Geister aber radikal. Lukas 14, 26. Oh ja, da heißt es, von Nachfolge und Selbstverleugnung. Wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ihr Lieben, es geht nicht um die Nachfolge einer Konfession. Es geht nicht um die Nachfolge eines Pfarrers. Es geht nicht um die Nachfolge von menschlichen Gesetzen, sondern wer mir nachfolgt, und das ist Jesus Christus selbst. Ihn zu erkennen, das ist Leben. Jesus Christus selbst. Ja, also Lukas 14, 26 und 27. Merkt euch das. Denn wer ist unter euch, das ist nach Vers 28, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen. Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Ja, ihr Lieben. Und dann steht im Vers 33, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Halleluja. Ich glaube, zutiefst von Gott erfahren zu haben, dass wenn wir unsere Identität noch in irgendetwas finden, was wir können oder nicht können, was wir besitzen oder nicht besitzen, zu wem wir gehören und nicht gehören. Wenn wir das als unser Fundament für unsere Identität verwenden, dann sind wir auf einer Sandkiste. Wir sind alles, was Jesus ist. Und ihr Lieben, da müssen wir frei werden von dem Denken nach diesem irdischen Leben. Wie viele Menschen und gerade in dieser Zeit erkennen, sie haben ihr ganzes Leben auf ein falsches Fundament gebaut.
auf das schöne Haus, auf den guten Job, auf den Einfluss, den sie haben, auf die, ja, die wunderbaren Kinder. Das ist alles gut, aber das darf nicht das endgültige Fundament deines Lebens sein. Ich sage es euch, ich habe mein Leben voll und ganz gebaut auf die Aussage Jesu, es ist vollbracht. Er hat alles bezahlt für mich. Und indem ich mich ihm hingebe und ihn aufnehme und mit ihm gehe und lebe 24 Stunden, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Es geht um eine ausschließliche, hundertprozentige Verbindung zwischen Gott und dir. Und ja, und da möchte ich euch noch einige andere. Es gibt sehr viele Bedingungen. Matthäus 16 als Jünger. Wisst ihr, mir wurde oft vorgeworfen, dass ich zu himmlisch orientiert bin und immer alles verschenkt habe. Ja, Halleluja. Wenn Gott mir sagt, ich soll was verschenken, dann verschenke ich es. Aber wenn er sagt, ich soll es behalten, dann behalte ich es. Matthäus 16, 24. Das heißt von der Nachfolge. Vieles, ihr Lieben, im Reich Gottes wird für dich aussehen wie Verzicht. Aber Gottes Pläne sind höher als deine Pläne. Und ich kann nur sagen, nichts, was ich losgelassen habe in die Hände Gottes, wurde mir letztendlich zum Mangel, sondern Gott hatte einen besseren Plan. Und da möchte uns Gott hinbringen, dass wir ihm vertrauen, nur ganz gleich, was seine Anforderungen sind. Gut, also im Lukas 14, 33, da haben wir auch noch eine gute Schriftstelle. Lukas 14, 33. Oh ja, da habe ich noch. So ist jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Ich glaube, es geht hier absolut um Priorität. Was ist deine erste Liebe in deinem Leben? Ich kann euch sagen, der Adam, der war so glücklich, dass er endlich eine Frau hatte, die seinesgleichen ist, dass er die Frau mehr liebte als die Ordnungen Gottes. Und das hat den Fall der gesamten Schöpfung verursacht. Ich kann mich erinnern, mein Mann und ich, wir haben uns am Hochzeitstag versprochen, Jesus wird nie eine Konkurrenz erleben zwischen uns und ihm. Er wird das Sagen haben und immer der Erste bleiben. Und so war es auch. Und es war wirklich das Beste, was wir je entscheiden konnten. Also es geht, Gott will nicht, dass wir arm, dumm und krank sind, ihr Lieben. Er will, dass wir gesegnet sind, aber er will nicht, dass wir den Segen zur ersten Priorität in unserem Leben machen. Ja, zum Beispiel in meinem Leben waren Kinder Nummer eins Priorität. Ich wollte immer 10 Kinder haben, mindestens. Und Gott hat mir keines geschenkt. Aber heute nennen mich Tausende von Kindern Mama Maria. Und ich bin die glücklichste Mutter, die ihr je gesehen habt. Also es geht um eine Priorität, es geht um ein Vertrauen. Will ich mir selbst mein Glück schaffen oder erlaube ich Gott, es mir zu schenken? Und das ist der Unterschied. Wisst ihr, Gott möchte dir alles schenken und nicht, dass du es dir unter den Nagel reißt. Er wartet, bis du bereit bist, dich von ihm beschenken zu lassen. Zum Beispiel in Lukas 14, 33 heißt es, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und ich glaube, es geht hier um Besitzen. Wisst ihr, Gott will uns beschenken. Besonders die westliche Kultur, die will sich alles selbst schaffen. Alles muss mich glücklich machen. Gott möchte, dass er dein erstes Glück sein darf. Und dann wird er dir alles andere dazugeben. Ja?
alles andere. Wisst ihr, Gott möchte und ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte die erste Geige spielen in deinem Leben. Und dazu braucht er deine vollkommene, ungeteilte Hingabe. Amen. Also du kannst nicht sein Jünger sein, wenn du nicht loslässt von allem, was du hast, was du besitzt. Gott möchte, also zum Beispiel, ich besitze gar nichts in meinem Leben. Gar nichts. Denn wenn man etwas besitzt, dann ist man sehr in Gefahr, besessen zu werden. Aber ich weiß, Gott hat mir ganz viel anvertraut und dem muss ich dienen, damit es in guter Ordnung ist. Da habe ich die Autorität und die Vollmacht, es für Gott zu versorgen. Mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Ja, also zum Beispiel möchte Gott, dass wir fruchtbar sind. Fruchtbar. So viele Menschen haben ein furchtbares Leben, aber Gott möchte, dass wir fruchtbar sind. Möchte ich euch jetzt einmal zum Evangelium, zum Johannesevangelium 15 bringen, über den wahren Weinstock und die Reben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jetzt kommt's. Bleibt in mir. Lasst euch nicht ablenken von eurer Beziehung zu Gott. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wisst ihr, es braucht so viele, ich weiß es nicht, wie der liebe Gott es schafft, dass wir erkennen, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht, in meiner eigenen Kraft, um im Reich Gottes etwas umzusetzen, das vor Gott in der Ewigkeit zählen kann. Und es heißt dann auch weiterhin im Vers 16 vom Kapitel 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Amen. Gott möchte, dass wir fruchtbar sind, dass wir untadelig sind. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass Jesus in der Früh nach dem Aufwachen gleich gedacht hat, was darf ich heute nicht machen, was muss ich machen? Er hat einfach nur mit dem Vater Kommunion gehabt. Er hat kommuniziert mit dem Vater. Der Vater hat ihm geoffenbart, wandle in mir, mit mir, durch mich. Und in dem Ausmaß, wie wir in dieser Verbindung bleiben, in dem Ausmaß bekommen wir alle Gnade, die wir brauchen, um jeden Tag zur Ehre Gottes zu leben, in dieser vollen Abhängigkeit. Wisst ihr, Gott will nicht, dass wir nichts haben, sondern er will, dass wir von nichts besessen werden. Dass alles täglich ein Geschenk ist von ihm. Und so habe ich auch gelernt, meine Kinder als Geschenk jeden Tag aufzunehmen. Und auch die Ehepartner, ihr seid ein Geschenk füreinander, nicht ein Besitz. Eine Verantwortung füreinander, nicht ein Besitz. Und also Fruchtbarkeit, da soll man untadelig sein. Wir sollen einfach Gott so vertrauen, dass wir wissen, ich gehöre ihm, er gehört mir. Wir sind in einer unzertrennlichen Verbindung. Es geht um ein Einswerden, ihr Lieben, ein echtes Einswerden. Und einfach die Ergebnisse Gott überlassen. Ich habe hier eine Geschichte und ich weiß nicht, ob ich da nicht soll ein extra Tonband machen, aber diese Geschichte hat mich sehr bewegt. Weil oft glauben wir, wir gehen durch traurige Zeiten und ob die wirklich was bewirken oder wir haben Verluste im Leben. Zum Beispiel war für mich einer der größten Verluste meines Lebens der Tod meines Mannes. Und ich wollte nur sterben mit ihm. Also das war für mich das größte Herzensbedürfnis. Ich wollte nicht mehr alleine weitermachen.
Und er hat aber immer gesagt, Maria, Gott hat noch so viel vor mit dir. Er ist noch lange nicht fertig mit dir. Und du schaust auf Jesus, der gibt dir starke Männer und Frauen. Und du machst weiter. Und wisst ihr, das waren Worte, die ich lieber nicht gehört hätte. Mir war das so schnurzegal, welche Pläne Gott mit mir noch hat. Ich wollte sterben, abhauen wollte ich. Aber Gott hat seine Worte bestätigt. Und ich habe schon einmal gesagt, wenn ich ihn im Himmel treffen werde, wahrscheinlich noch lange nicht, dann werden seine ersten Worte sein, habe ich recht gehabt. Muss ich natürlich sagen, wie immer. Gottes Wege sind viel höher wie unsere Wege. Und er kann aus jedem Minus noch ein Plus machen. Er kann aus dem Mist unseres Lebens einen herrlichen Dünger machen. Er kann aus den Scherben unseres Lebens noch wunderbare Mosaike machen. Und ja, eine andere totale Enttäuschung war, ich habe 15 Jahre in Amerika gelebt, wollte die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen und habe eingereicht. Und da war irgendein Fehler. Ich glaube, 3-4 Monate zu früh habe ich eingereicht. Und dann habe ich gesagt, ich soll in 3-4 Monaten wieder einreichen. Und dann bekomme ich es. Und Gott hat gesagt, diese Bremse bin ich. Reiche es nicht mehr ein. Ich habe andere Pläne für dich. Heute bin ich so dankbar, in Afrika zu sein. Und dass Gott diese Pläne durchkreuzt hat. Oft verstehen wir das nicht. Das ist ja auch, wie mein Sohn Richard gestorben ist, so ganz überraschend, 3 Tage nach dem 30. Geburtstag, ja, 30 und 30, 33, war eigentlich das Jahr, in dem Jesus heim seinen Geist aufgegeben hat. Und ich bin auch so dankbar, dass Gott ihn jetzt im Nachhinein heimgeholt hat, denn er hatte sein Leben total in Ordnung gebracht. Er war versöhnt mit Gott, mit sich selbst, mit den Mitmenschen. Und das war das Beste, was passieren konnte. Aber ich glaube, mit dieser Geschichte mache ich ein neues Video. Shalom, shalom.